Das Wort Engel ist im Prinzip eine Chiffre und diese Chiffre bezeichnet eine transzendentale Ebene, wo weder Zeit noch Raum existieren, so wie bei den Photonen das auch der Fall ist. Das sind jetzt nicht kindliche Gestalten mit zwei Flügeln, sondern so wie es letzten Endes auch bei Lukas steht, es ist eine andere Wirklichkeit, in der auch wir hineingehen werden, so der gläubige Christ, wenn wir einmal gestorben sind. Und dort sind Geschöpfe, also sind Wesen, sagen wir mal so, die nicht an unsere Raumzeit gebunden sind und wir werden dort genauso eines Tages landen. Ich habe absichtlich das so formuliert, weil natürlich in der Evolution der Menschheit man diese Wesen, diese jenseitigen Wesen immer anthropomorph gezeichnet hat. Man musste sie immer mit irgendwelchen menschlichen Charakteristika auszeichnen, nicht? Aber entsprechend dem Neuen Testament ist es nur eine Chiffre für etwas ganz anderes, das nicht von dieser Welt ist, sondern transzendental. Man darf jetzt nicht die Engel mit den Photonen gleichsetzen, das ist einmal ganz wichtig, gell? Sondern Photonen sind Lichtquanten und diese Lichtquanten existieren, allerdings sie haben keine Ruhemasse und sie haben vor allem keine Zeit, sie sind ewig, genau, weil sie mit Lichtgeschwindigkeit nicht durch das Universum rasen. Und das sind zwei Eigenschaften, die auch vom Neuen Testament immer wieder den Engeln zugeordnet wurden, wiewohl man natürlich damals nicht gewusst hat, dass es Photonen gibt. Und noch einmal, Photonen sind nicht Engel, aber wenn es sogar in der Physik Phänomene gibt, nicht, die zeitlos sind und raumlos und masselos, dann ist es intellektuell redlich, dass man weltanschaulich sich für etwas entscheidet, was halt die Chiffre Engel trägt und was in Wirklichkeit eine jenseitige Welt nur symbolisiert. Aber die Moderne, und das ist der Punkt, die Moderne ist immer der Auffassung, dass man natürlich Religionsfreiheit geben soll, aber diese scheinbare Toleranz ist eine scheinheilige Toleranz. Denn die, die das sagen, in Wirklichkeit denken sie sich in ihrem Inneren, die, die dann wirklich an einen Gott oder an Engel glauben, das sind die dummen Menschen. Die haben keine wirkliche Intelligenz. Und dagegen wehre ich mich und das ganze Buch durchzieht mehr oder weniger diese Intention, dass die Frage des Transzendentalen, und da gehören die Engel noch dazu, das ist eine persönliche Entscheidung, die kann man so oder so fällen. Und beide Entscheidungsvarianten sind auf gleicher Augenhöhe, sind intellektuell redlich. Wir haben ja viele moderne Zeitgenossen, die sehr tolerant tun und sagen, ja, man kann alles glauben und so, ne? Und Religionsfreiheit hin und her, aber die so wie die Auguren im alten Rom, wenn sie sich begegnen, dann lachen sie sich an und denken sie, diese Menschen, die an Gott glauben oder Transzendentale, das sind die mit einem niedrigen IQ. Die wirklich Gescheiten, die glauben das alles nicht. Und dagegen möchte ich mich.